So, dann wollen wir unser Data Grid aus dem letzten Video etwas verbessern und etwas erweitern. Und zwar gerne um ein Kontextmenü. Also wir wollen rechte Maustaste sagen können, dann soll ein Kontextmenü kommen. Dann wollen wir eine Person entfernen und das Ganze natürlich im Hardcore MVVM-Style. Also wenn es interessiert, dranbleiben und viel Spaß. So, was brauchen wir für das Kontextmenü, beziehungsweise um dann die Aktion durchzuführen? Wie gesagt, im Hardcore MVVM-Style, also ist das erste, was wir hier mal brauchen, ein Public UI Command, ein Command, das uns erlaubt, eben die Aktion auszuführen. Nennen wir es mal Remove Command. Getter und Setter oder Private Set ist jetzt mal so egal, diese Diskussion möchte ich jetzt mal nicht aufreißen. So, this.remove Command ist gleich New Delegate Command. Das ist ja bereits implementiert aus unserer WebPF Basics. Hier kommt rein ein O, also eine Person, die Aktion, die ausgeführt werden soll. Das ist dann die Person, die gelöscht werden soll. Also das Object im Execute. Und wie sieht das Execute jetzt aus? Ja, etwas safe, if O ungleich null. This.persons.remove, also von der Liste entfernen wir jetzt dieses Personenobjekt O. Machen wir if O as person ungleich null, dann checken wir auch gleich, ob der Cast auch wirklich funktioniert. Nur so zur 400%igen Sicherheit. Also, Delegate Command, wenn draufgeklickt wird auf das Kontextmenü, auf diesen Command, dann wird diese Methode Remove Command ausgeführt, also die wollen wir dann binden und die macht nichts anderes als die Person aus der Liste rausholen. Ja, Remove halt. Ne? Wie soll es sonst sein? Gut, wie binden wir jetzt und wie machen wir jetzt ein Kontextmenü für die Grid View? Gut, das ist naja, mehr oder weniger simpel und zwar wie die meisten Steuerelemente sage ich eben, okay, ich hätte vom Data Grid gerne etwas und zwar hätte ich gerne die Eigenschaft Grid View gesetzt. Grid View, Kontextmenü gesetzt. So, und ich kann hier jetzt ein Kontextmenü machen oder ich kann natürlich auch wieder über die Resources ein Kontextmenü definieren, wenn ich es häufiger brauche und einfach hier in der Eigenschaft Kontextmenü dann entsprechend drauf binden. So, aber wir machen es mal hier, Hardcore, ein Kontextmenü. Und da kommt jetzt rein in das Grid View, in die Kontextmenü-Eigenschaft wird ein neues Objekt Kontextmenü erstellt und da kommt ein Menü-Item rein, also ein Eintrag. Da gibt es auch so Sachen wie Separatoren etc. Alles, was man braucht. Der Header, das ist das, was angezeigt werden soll, also remove me und das soll gebunden werden auf das Command Binding, das Command, was wir jetzt gemacht haben, Remove Command. Ja, so weit, so einfach. Ja, das ist ja ganz normales Command Binding. Nur, wir haben ja hier eine Grid, wir haben mehrere Personen, die drauf sind. Und wenn wir das Kontextmenü öffnen und draufklicken, dann muss natürlich auch die richtige Person, sprich das selektierte Item, die selektierte Person entfernt werden. Also müssen wir auch den Command-Parameter entsprechend binden. Ja, das Command ist bereits gebunden. Wir binden jetzt noch den Command-Parameter. Und dieser Command-Parameter ist jetzt eine Relative Source. Und wir suchen mal nach allen Assemblies, denn das, was wir jetzt suchen, ist das Kontextmenü. Und zwar die Eigenschaft Placement Target. On einem Placement Target müsste es eigentlich sowas geben wie das Selected Item. Selected Item, Selected Item. Snap Stylus, nö. Ach, machen wir es manuell. Also Placement Target Selected Item. Also Placement Target, das Ziel, auf dem das Kontextmenü aufbaut und das Select, das ist sozusagen jetzt die Data Grid und dann eben das Selected Item. Das ist die Eigenschaft jetzt der Data Grid, die wir hier gerne hätten.
Also das Command ist das und der Command-Parameter, der dann übergeben wird in das O rein, sprich die selektierte Person, das soll jetzt das Selected Item sein, denn das ist ja typisiert im MVVM die Person. So, mal schauen, ob es auch wirklich funktioniert. So, rechte Maustaste, den Def Dave, rechte Maustaste, Remove Me und er ist weg. Ja, kurz prüfen hier, einen Breakpoint rein und nochmal geschaut. Rechte Maustaste zum Max Muster, Remove und wir sehen hier, O hat hier Max Muster. Ja, ich drücke auf Play, ich gebe noch den Bossinger weg, Remove Me und O ist jetzt eben das Bossinger Objekt. Alles wunderbar, also MVVM, wir haben nichts im Code behind, wir haben keinen komischen Event-Händler, wir haben es ganz normal über das Delegate-Command-Pattern gelöst. Ja, gut, das wäre es mal. Soweit zum Thema Kontextmenü. Natürlich kann man Icons etc. alles hier machen, einfach mal die Eigenschaften durchschauen aus dem Kontextmenü. Da gibt es ja einen Haufen Sachen wie Icon zum Beispiel etc. etc. Gut, viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.